alle zusammen. Wir machen einen Walnusskuchen und zwar kann man natürlich auch Haselnüsse nehmen etc. Und zwar den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Hier habe ich meine Form wieder 18 auf 18 cm. Und dann machen wir erstmal den Boden sozusagen. Und zwar, da habe ich hier drin ein Ei, 50 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Vanillezucker, 125 Gramm Quark, 3 Esslöffel neutrales Öl, 2 Esslöffel Milch und hier drin sind 135 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver. Und da habe ich mir jetzt schon mal die Walnüsse, 150 Gramm, grob zerkleinert. Deswegen sind die auch in dem Beutel drin, weil ich da mit dem Hammer drüber gegangen bin. Man kann es auch in der Küchenmaschine zerkleinern, wie man mag. Und dann brauchen wir später, wenn wir das jetzt verrührt haben, brauchen wir dann noch Streusel. Und dann brauchen wir später, wenn wir das aus dem Ofen rausholen, haben wir dann noch einen Guss, den wir dann über den einigermaßen abgekühlten Kuchen geben. Und dann ist unser Kuchen auch schon fertig. Also jetzt werden wir erstmal wieder das verrühren. Und dann, wenn sich das etwas verbunden hat, dann gebe ich wieder nach und nach das Mehl mit dem Backpulver dazu. Und ich würde sagen, los geht's. So, dann nehmen wir mal unseren Teig. Tun das Ganze auskleiden. Dann kommen unsere Nüsse dran. Verteilen wir schön hier drauf. Und jetzt machen wir noch unsere Streusel. Da habe ich 125 Gramm Mehl in der Schüssel, 100 Gramm Butter und 75 Gramm Zucker. Steht aber alles nochmal in der Infobox. Natürlich kalte Butter, damit wir auch schöne Streusel hinbekommen. Das heißt einfach kneten. Und jetzt gehen unsere Streusel auf den Boden und Nüsse, muss man ja jetzt sagen. Ein bisschen grobe Streusel, aber das macht nichts. Kann man noch ein bisschen hier verkleinern oder zerbröseln, besser gesagt. Und dann geht das Ganze auch schon ab in den Ofen. So, wie ihr sehen könnt, der Kuchen ist jetzt schon aus dem Ofen. Der war 35 Minuten im Ofen und ich habe ja gesagt, er soll etwas abkühlen, so ungefähr 15 Minuten, bevor wir dann unseren Guss drüber geben. Hier drin habe ich jetzt einmal 50 Gramm geschmolzene Butter. Die habe ich jetzt also auch etwas abkühlen lassen, die ist jetzt nur noch lauwarm. Dann sind drin 1,5 Esslöffel Puderzucker und 100 Gramm saure Sahne. Und das verrühren wir jetzt. So, jetzt müssen wir uns beeilen, denn es hat gerade mal aufgehört zu regnen und ich muss noch einkaufen gehen. Und es schüttete die ganze Zeit wie aus Kübeln. Deswegen machen wir jetzt flott und versuchen das mal also erstmal zu gießen. Wenn nicht, dann müssen wir etwas nachhelfen. Okay, wir helfen gleich etwas nach. So, einfach so. Und wer mag, kann das Ganze auch noch etwas dekorieren mit Walnüssen. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass, wenn ich das dann auseinanderschneide, dass die dann nicht unbedingt mitten im Weg rum tanzen. So sieht jetzt unser Kuchen angeschnitten aus. Und jetzt werden wir mal gucken. Oder besser sagen, mal probieren.
Perfekt. Wer auch immer diesen Kuchen zusammengestellt, erfunden hat, perfekt. Das stimmt einfach alles. Komplett. Also ich kann einfach nur sagen, macht's nach, lasst's euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!